Also ich eröffne die Sitzung und gebe bekannt, dass wir einen freiwilligen Praktikanten haben, Protokollanten, der diesmal auch nicht stimmberechtigtes Mitglied der Fraktionsversammlung ist, das heißt, es muss ein bisschen mehr Raum gibt, ist der Rechner. Danke. Und natürlich Widerspruch äußern. Wir haben im nächsten Tagesordnungspunkt die Tagesordnung festzulegen. Bisherige Tagesordnung nach diesem Punkt lautet wie folgt: Diskussion über die Vertretung im Ältestenrat, eventuell Wahl eines Vertreters, dann Wahl des Vertreters der Stellvertreter des Präsidiums im Abgeordnetenhaus, Geschäftsordnung der Fraktion, sonstiges, nächster Termin und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten Sitzung. Okay, also es ist heute nicht allzu viel auf der Tagesordnung. Sitzen wir uns jetzt? Stimmt, wir wollten ja nicht sitzen. Ich entschuldige mich. Ich würde gerne noch einen Punkt einfügen, den ich vergessen habe, und zwar den obligatorischen Punkt Berichte. Und zwar direkt im Anschluss an die Festsetzung der Tagesordnung. Ja. Also meins ist es nicht, meins ist es nicht. Es ist wahrscheinlich meins. Handyempfang hier neben dem Mikrofon stört, deswegen mache ich jetzt mein Handy auch in den Flugmodus. So, gibt es weitere Ergänzungen zur Tagesordnung? Bitte. Ja, ich habe jetzt einfach eine Frage, soll ich das mit Reykjavik in Berichte oder in sonstiges packen? Weil wir müssten wahrscheinlich ein bisschen länger darüber diskutieren. Also mein Vorschlag ist sonstiges? Ja. Gut. Ich höre keinen Widerspruch, dann fügen wir das dann in sonstiges ein. Weiteres? Ja, ich hätte noch einen Punkt auch unter sonstiges zum Thema Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses noch einen Vorschlag, den ich in die Runde werfen wollte, kurz zu diskutieren. Danke. Weiteres? Ich hätte noch gerne den Unterpunkt, was jetzt nicht wohl hinkommt, hier mit Antrag von Bürgerinitiativen, die an die Fraktion gestellt werden, wo ich auch für meinen Antrag zur Schlussvorlage hingekriegt habe. Das zum Verständnis würde es dir leicht nicht auch unter Sonstiges zu besprechen. Super. Ich frage ein weiteres Mal. Hat noch jemand was? Schweigen und Walde? Okay. Jetzt würde ich ohne Widerspruch die Tagesordnung festsetzen. Ihr dürft natürlich auch gerne fordern, dass wir darüber abstimmen. Das wäre jetzt wieder eine Möglichkeit für ein Foto. Achso, wir haben heute keine Kärtchen. Also, geheim. Geheim. Nein. Okay, dann ist die Tagesordnung erstmal fest. Da wir noch keine Geschäftsordnung haben, und es in meinem Ermessen liegt, die Änderung einer Tagesordnung zuzulassen oder nicht. Und wir treten den Punkt Berichte ein, den ich da jetzt eingefügt habe, und ich würde gerne zuerst mal Andreas das Wort erteilen. Wir haben die Fraktionsvorstellungssitzung, vielleicht gibt es da einiges zu berichten. Ja, das stimmt. Wir haben uns heute um 10 Uhr getroffen und unsere erste Fraktionsvorstandssitzung hinter uns gebracht. Wir sind unterhalb des Limits, was wir uns gesetzt hatten, nämlich einen Stunde. Ich hoffe, das wird auch beim nächsten Mal so bleiben. Letzten Endes haben wir uns unterhalten, größter Punkt war sicherlich die Geschäftsordnung im Fraktionsvorstand, sodass wir in der Lage sind, auch Beschlüsse zu fassen, wenn nicht alle Fraktionsvorstandsmitglieder anwesend sein sollten, was ein wichtiger Punkt ist. Und dann haben wir noch gesprochen über Geschäftsverteilung, was eben auch innerhalb der GDO dann sehr Niederschlag findet.
ist, aber die ist auf jeden Fall nachzulesen, auch in dem entsprechenden Pad in unserem Landesraum. Geschäftsordnung GO, glaube ich, ne? Vorstandsgruppe Oberstaats-GO, genau. Und wo es, ich weiß nicht, hat es jemand gerade auf dem Schirm und kann das vorlesen, damit man mal weiß, wer im Vorstand was macht. Heiko? Also wir haben einmal Andreas Baum Vorsitzender, das heißt 100% Vorsitz, Gesprächspartner des Betriebsrats, Thomas Schuld. Zweiter ist Martin Delius, parlamentarischer Geschäftsführer, macht die Geschäftsführung, Versammlungsleitung der Fraktionsversammlung, Geschäftsverteilung und Organisationsplan der Fraktionsgeschäftsstelle in Absprache mit den Beschäftigten, trägt immer eine Teilschuld. Drittens Susanne Graf, stellvertretende Vorsitzende, Protokollierung und Veröffentlichung der Beschlüsse, Vorbereitung der Sitzungen der Fraktionsversammlung und Aufstellung der Tagesordnung, Einberufung der Sitzungen und trägt eine Mitschuld. Viertens Heiko Herberg, stellvertretender Vorsitzender, Erarbeitung des Fraktionshaushaltsplanes und Verallgemeinerung der Schuldfähigkeit. Fünftens Fabio Reinhardt, stellvertretender Vorsitzender, für Terminplanung zuständig sowie Koordination mit Ansprechpartnern und trägt ebenfalls eine Mitschuld. Ja, danke. Vielleicht zu den Schulden noch, wir haben das kopiert beim Berliner Landesvorstand. Da hat sich das bewährt, dass man einfach sowas in der GO regelt und dann tatsächlich nicht darüber diskutieren muss, wer an irgendeinem Fehler tatsächlich schuld ist, sondern da kann man sich dann einfach auf die GO berufen und sagen, so ist es und sich eher mit erhöhten Zeitaufwand der Fragen widmen, wie vermeiden wir in Zukunft vielleicht den gleichen Fehler. Das hat sich also bewährt und haben wir übernommen. Und dann haben wir noch gesprochen über so Dinge wie Organisation der Fraktionsgeschäftsstelle, wie kriegen wir das hin, wie kommen wir dann zu einem Konto, worüber wir dann auch eben Dinge abrechnen können etc. Also das sind dann noch so kleinere Sachen, die dann da anstanden. Und letzten Endes dann haben wir noch unseren nächsten Termin festgelegt, der dann am nächsten Montag 18.30 Uhr dann weiters trifft sich der Fraktionsvorstand zu seiner öffentlichen Sitzung am Montag jeweils um 18.30 Uhr. Ja, das war's. Noch Fragen? Vielleicht noch zur Ergänzung. Die Antragsberechtigung dichtet bei der eigenen Fraktionsmitglieder, soll erweitert werden, aber erst wenn die Handlungsfähigkeit garantiert wird. So, und dann Andreas hat noch einen Punkt. Ich habe noch einen organisatorischen Punkt. Und zwar haben wir uns ja verständigt, auch mit der Verwaltung, dass tatsächlich im Raum 109, der uns tatsächlich besteht, immer ein Fraktionsmitglied anwesend sein muss. Als ich vorhin wiederum in den Raum betrat, war dort niemand anwesend, also noch nicht einmal ein Fraktionsmitglied. Vorgehensweise in so einem Fall ist auf jeden Fall, dass man sich einen Schlüssel unten holt, den Raum abschließt und dann wieder aufschließt, wenn man wieder reingeht. Das heißt also auch, wenn man tatsächlich das letzte Fraktionsmitglied sein sollte, schleunigst und dann den Gärtnerschlüssel holen, abschließen und dann wieder kommen, wenn man wieder rein möchte. Ja. Ergänzung dazu, da wissen wir, dass das Provisorium ist. Wäre es anzuraten, den letzten Schlüssel, der da unten liegt, von den drei nicht mitzunehmen, wenn man dann eintritt und das Haus einen Schlüssel holen möchte, damit das, was Andreas gerade vorgeschlagen hat, auch machbar ist. So, okay, unter dem Punkt Berichte, wenn jetzt nicht noch eine Frage zu Andreas ist, würde ich weitermachen. Okay, als parlamentarischer Geschäftsführer. Ich habe es zum ersten Mal richtig gemacht. Hatte ich die Aufgabe, am Freitag bei der Geschäftsführerrunde dabei zu sein. Für mich ein Novum. Sehr nette Runde, sehr nette Kollegen im Arbeitsmarkt des Abgeordnetenhauses. Dort haben wir uns über die konstituierende Sitzung und den Ablauf unterhalten. Haben Notwendigkeiten und Termine besprochen, die davor zu tätigen sind, das heißt weitere Geschäftsführerrunden. Die erste Sitzung des Ältestenrates, die, jetzt habe ich es nicht im Kopf, aber könnte ich nachreichen, aber am 25. September stattfindet.
Und diskutiert, welche Ausschüsse in der ersten konstituierenden Sitzung, also in der ersten Sitzung des Abgeordnetenhauses in der 17. Wahlperiode zu besetzen sind. Haben wir uns einvernehmlich darauf geeinigt, dass die Minimallösung genommen wird. Das heißt, es werden, wenn man den Ältestenrat nicht dazu zählt, zwei Ausschüsse besetzt werden, beziehungsweise ein Kuratorium und ein Ausschuss. Das ist der Petitionsausschuss, der ständig arbeitet und sich da nach den Arbeitszeiten der Senatsverwaltung richten muss. Das heißt, dass es einfach sinnvoll ist, dort ständig Präsenz zu zeigen. Das heißt, auch gleich in der 17. Wahlperiode damit anzufangen. Wir haben uns darüber unterhalten, wie die Raumverteilung und die Sitzordnung im Plenum gestaltet werden soll. Das ist auch notwendig, damit wir überhaupt anfangen können. Da gibt es noch was Neues zu berichten. Den Kollegen hatte ich das bei der Klausurtagung schon berichtet, dass wir hatten den Vorschlag eingebracht, per Meinungsbild uns zwischen der Linkspartei und den Grünen zu platzieren. Ungewöhnlich, da eine neue Fraktion normalerweise links oder rechts außen platziert wird in einem Parlament, also eine noch nicht vorher vertretene Fraktion. Das führte dazu, dass wir heute einen Termin gemacht haben mit den Geschäftsführern und der Hausverwaltung, um uns diese neue Sitzordnung vorführen zu lassen. Sind Bänder gespannt, wenn sie unten lang gehen. Ich weiß nicht, ob sie schon abgenommen wurden, damit man da die zukünftigen Gänge skizzieren konnte. Heute habe ich dann eine Meldung der CDU-Fraktion erhalten, dass sie mit unserem Vorschlag nicht mitgehen können, denn sie möchten nicht ganz rechts außen sitzen. Das lasse ich mal so stehen. Deswegen habe ich jetzt hier auch für die Truppe, dass ihr mal reingucken könnt, für die Truppe. die beiden Varianten mitgebracht. Einmal unseren Vorschlag und einmal den Vorschlag, der dann übrig bleibt. Das heißt, dass wir ganz rechts außen Platz nehmen müssen, erstmal. Du kannst gleich was sagen. Und zwar auf den Plätzen der FDP und mehr, denn wir haben ja mehr Sitze. Das ist für uns unpraktisch, denn wir wollten nicht rechts außen sitzen, aber so ist es halt. Und wenn die CDU das für wichtig hält und uns da blockieren möchte, dann ist das halt so. Ich reiche das mal rum, damit ihr euch das angucken könnt. Es gibt jetzt noch einen weiteren Berichterpunkt. Ich gebe mal das einmal links und einmal rechts rum, dann müsst ihr halt gucken. Es gibt noch einen weiteren Berichterpunkt, dass sich nämlich aufgrund dieser anderen Konstellationen die Möglichkeit für uns ergibt, wie das eigentlich üblich ist, aber nach dem Höchstzahlverfahren DONT nicht vorgesehen, in der ersten Sitzreihe zwei Sitzplätze zu bekommen. Das ist, könnte man sagen, auch eigentlich egal, ist aber für den parlamentarischen Betrieb wichtig. Für uns als Neulinge ist es schon ganz gut, wenn zumindest Andreas und ich vorne sitzen und für das Präsidium direkt erreichbar sind, ohne dass sie durch die Gänge rennen müssen. Und dafür hat man normalerweise die beiden Sitzplätze da vorne. Jetzt ist es so, dass wir darüber diskutieren, dass wir freundlicherweise von der CDU einen Sitzplatz überlassen bekommen, aber nur unter der Maßgabe, dass die SPD dafür einen Sitzplatz in der ersten Reihe aufgibt, damit die Mehrheitsverhältnisse gewahrt bleiben in der ersten Reihe. Ich wollte Ihnen das nur mal so berichten. So, das war die Sitzordnung. Die Raumfrage wird am Freitag geklärt, beziehungsweise dort wird weiter verhandelt. Unsere Maßnahmen. Ich führe gleichzeitig die Rednerliste und rede, das ist ziemlich anstrengend, deswegen werde ich unterbrochen. Genau, das wird am Freitag verhandelt, dort treffen wir uns dann 14.30 Uhr in der Geschäftsführerrunde das nächste Mal ohne die Verwaltung. Und wenn wir jetzt nicht noch irgendwas. Wenn ich jetzt nicht noch irgendwas vergessen habe, dann könnt ihr mich berichtigen, was ich noch mal sagen sollte oder ansprechen sollte. Dann war es das. Christopher war zuerst und dann Alex. Und wer sich dann noch melden möchte, der möge das tun. Ja, mein Vorschlag an uns wäre jetzt, dass wir wegen dieser Sitzordnungsgeschichte jetzt hier kein Fass aufmachen. Aber es ist eigentlich noch mal eine ganz schöne Illustration an einem relativ harmlosen Thema, wie das so ist, wenn man in der Opposition ist und keine Mehrheiten hat und dann eine andere Partei nicht so möchte, wie man das selber gerne hätte. Ich würde vorschlagen, dass wir das einfach im Block verwursten. Ich würde mich da auch gerne bereit erklären,
was zuzuschreiben, also so ein Erklärbärtext. Jetzt natürlich unter der Maßgabe, dass wir uns unserem Schicksal fügen. Es steht ja quasi noch im Raum, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir jetzt, ja, dass wir was eigentlich machen? Uns mit der CDU betteln. Also die Möglichkeit besteht, ich habe dich gesehen, die Möglichkeit besteht, dass wir dennoch einen Antrag ins Plenum einbringen, die Sitzordnung zu ändern. Das wäre allerdings, da der Umbau 3 Wochen dauert, erst nach den Weihnachtsferien möglich. Ja, sonst ist Sitzung. Das könnten wir tun und dann auch um Mehrheiten werben. Oder wir sagen, wir machen bei dem Kindergarten nicht mit. Ja. Alex war als nächstes, dann Wolfram, dann Alexander Spieß, dann Simon Kowalewski und dann Oliver Hügelhoff. Ja, wir haben diese Linie da vorne, die gedachte Linie, und ich fände es ganz toll, wenn du und RKA nicht an die Presse spricht, weil wir machen hier eine Sitzung und außerdem möchte ich Faxe bitten, doch einfach Redebeiträge zu bringen, statt andere Meinungen in den Chat des Pads zu werfen. Beides irritiert mich enorm. Danke. Ja, vielen Dank für den konstruktiven Beitrag. Auf meiner Liste ist dann Wolfram. Gehe ich jetzt recht in der Annahme, habe ich das richtig verstanden, dass wir dann auch nicht die Wahl haben, ob wir links oder rechts außen sitzen, wenn neue Fraktionen immer außen hinzugefügt werden, sondern nur rechts hin dürfen, ja? Also wenn nicht eine der anderen Fraktionen, also der kleineren, weil sonst wird es schwierig, dem Wunsch der CDU entsprechend nicht ganz rechts außen sitzen zu wollen und darüber wandern, dann ist das die einzige Möglichkeit, ja. Ja, also ich würde da auch kein großes Fass aufmachen, allerdings finde ich unsere ursprüngliche Abstimmung, also so von der Sitzordnung her, besser als rechts außen. Die Frage ist, kann man nicht vielleicht auch noch im Vorfeld, also in dieser Geschäftsführerrunde, irgendeine Mehrheitsentscheidung herbeiführen oder geht das dann nur im Plenum? In der Geschäftsführerrunde kann man grundsätzlich nur einen Konsens herbeiführen. Es gibt keine demokratischen Beschlüsse, es gibt keine Beschlüsse in einer Geschäftsführerrunde, es ist kein Gremium mit Verfassungsrang. Und deswegen, wenn wir uns da alle einig sind, ist alles gut. Wenn wir uns nicht einig sind, müssen wir uns im Plenum streiten. Ja, meine Meinung zur Sitzordnung an sich ist halt eigentlich relativ einfach. Ich habe nicht vor, mit euch zusammen die Partei rechts der CDU zu sein. Insofern halte ich das für wichtig genug, dass wir da auch ein entsprechendes Fass aufmachen und würde da Christopher schon eher widersprechen. Ich habe den Simon leider vergessen, entschuldige bitte. Das macht nichts. Ich würde da auch gerne ein Fass aufmachen, denn wir haben verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wo wir sitzen können. Es gab 3 Vorschläge von uns, die alle zumindest von Teilen der Fraktion gut geheißen wurden. Aber rechts der CDU, auf den Plätzen der FDP, die Partei, die vor uns dann von der CDU marginalisiert und sozusagen am Rande zerquetscht worden sind, da wollte keiner von uns sitzen. Und das sollten wir auch nicht tun, denn das Bild, was dabei entsteht, ist, dass wir sozusagen jetzt einfach dann die Plätze der FDP einnehmen, rechts von der CDU. Dabei wissen wir alle, dass rechts von der CDU eigentlich nicht mehr sehr viel kommt. Und da dann sozusagen, ich meine, das ist halt einfach jetzt so der erste Versuch der CDU, denke ich mal, zu gucken, wie weit man mit uns gehen kann. Wenn wir da jetzt gleich einknicken, dann weiß ich eigentlich auch nicht, was wir dann hier machen. Also da möchte ich gerne ein Fass aufmachen, was diese Frage angeht. So, ich gehe nochmal die Rednerliste durch. Nach Simon ist jetzt Pavel, dann Gerwald, dann Christopher, dann habe ich mich nochmal drauf geschrieben und dann Philipp dran.
Ja, zum einen würde mich interessieren, wo diese komische Außenregelung eigentlich steht. So. Und wenn es die tatsächlich gibt, dann, wie gesagt, lieber links außen als rechts außen. Und naja, irgendwo müssen wir ja hin. So, und ich glaube, ja, also ich bin auch nicht der Meinung, dass wir uns das jetzt irgendwie einfach vorschreiben lassen sollten, dorthin zu gehen. Also dann möchte ich auch gerne, ich meine, wenn es mehrheitlich beschlossen wird, ich sehe auch nicht, dass die CDU die Mehrheit irgendwie hat in diesem Parlament, weder im letzten noch im jetzigen. Und ja, da würde ich dann doch gerne wissen, wie sich denn die anderen Parteien dazu stellen. Jawohl. Also nach Erörterung der Punkte hätte ich gerne nochmal eine Abstimmung oder Meinungsbild über die ganze Geschichte, dass unser Geschäftsführer auch weiß, wie die Fraktion mehrheitlich hinter welchen Vorschlag steht. Und ich möchte auch nochmal zu berücksichtigen wissen, dass wo wir hier sitzen werden, das auch sozusagen Maßstab für die Fraktionen, die nach uns hier in Berlin und auch in anderen Bundesländern kommen, wahrscheinlich als Grundlage hergenommen wird. Und ich spreche mich ganz deutlich dagegen aus, irgendwo im Rechtsaußenbereich sitzen zu müssen. Christopher. Ja, ich möchte noch mal kurz auf den Punkt eingehen, mit dem Aufmachen eines Fasses. Ich habe jetzt erstmal eine Frage an die Anwesenden hier, die ein Fass aufmachen wollten. Ich glaube, das waren Olli, Pavel und Simon. Wärt ihr dann auch bereit, in anderen Fraktionen für die von uns vorgeschlagene Sitzordnung zu werben? Pavel? Zu werben? Ja, zu werben. Also jetzt kein Werbeblock, sondern im Zweifelsfall sich persönlich mit denen unterhalten und sagen, warum das eine gute Idee ist. Ja. Gut. Ich habe noch einen Punkt an der Stelle. Es ist natürlich richtig, dass die CDU nicht die Mehrheit in diesem Parlament hat. Aber wenn ich Martin dich richtig verstanden habe, war die SPD mit unserem Vorschlag auch nicht so glücklich? Oder habe ich das falsch verstanden? So, und das wurde ja auch schon, glaube ich, oder... Das ist ja an der Stelle klar, dass die SPD und die CDU eine Mehrheit an der Stelle hier haben im Abgeordnetenhaus. Und dass es jetzt natürlich für die SPD an dieser Stelle eine sehr komfortable Situation ist, weil sie sich zunächst einmal nicht positionieren müssen. Ich halte es für schwierig, ein Fass aufzumachen über die Sitzordnung, weil wir angetreten sind, irgendwie anders Politik zu machen, pragmatisch Politik zu machen, und ich es nach außen persönlich, meiner Meinung nach, für schwer vermittelbar halte, warum wir den parlamentarischen Betrieb mit so einer Debatte aufhalten sollten. Es ist in der Tat so, dass wenn in dieser Geschäftsführerrunde, und da bitte ich dich auch darum, mich zu berichtigen, Martin, wenn sich die SPD, die Grünen und die Linke da nicht klar committen zu der Sitzordnung, wie wir sie vorgeschlagen haben, dann müssten wir einen Antrag einbringen, ne? Nein, wenn die CDU ihr Veto aufgibt, dann brauchen wir keinen Antrag eingeben, vorausgesetzt, alle anderen stimmen auch zu. Gut. Das heißt, gehe ich dann richtig in der Annahme, dass wenn wir ein Fass aufmachen würden, einer der ersten Anträge von uns, es sei denn, wir kriegen vorher die CDU überzeugt, dann nehme ich das nochmal zurück, dann müsstet ihr nicht bei der SPD, sondern bei der CDU für unsere Sitzordnung Werbung machen, das
macht bestimmt genauso viel Spaß. Das heißt, einer unserer ersten Anträge im Abgeordnetenhaus wäre also, wir wollen eine andere Sitzordnung. Und die würde dann in den Weihnachtsferien geändert werden. Das wäre also der Ablauf an der Stelle, ja? Ja, gut. Dann, ich meine, Faxe hatte das schon, Faxe hatte das schon gesagt, er würde ein Meinungsbild. Ich würde aber an der Stelle, wo jetzt eigentlich das relativ meiner Meinung nach klar ist, wie das Szenario aussieht, würde ich darum bitten, dass wir hier an der Stelle einfach einen Beschluss fassen. Und zwar entweder es dabei sein zu lassen oder den jetzt von mir skizzierten Weg zu verfolgen. Dann würde ich aber auch gleichzeitig, oder dann fände ich es gleichzeitig sehr gut, wenn wir in der Fraktion jemanden benennen würden, der sich also darum kümmert, dass dieser Antrag auf den Weg kommt und der sich dann da auch eine ordentliche Argumentation zurechtlegt, warum das sinnvoll ist. Ich meine, wenn wir uns unsicher sind, ob wir das jetzt direkt machen wollen, Beschluss machen wollen, können wir da natürlich auch nochmal gerne ein Meinungsbild in Liquid Feedback drüber machen. Ja, das war jetzt ein etwas länglicher Beitrag, aber ich hoffe, der Punkt ist klar. Dankeschön. So, ich hatte ja gesagt, ich habe mich selbst draufgeschrieben, zu den Fragen. Pavel, dieser Satz, den ich meinte, dass neue Fraktionen meistens links oder rechts außen eingesetzt werden, das ist ein Zitat von unserem noch Parlamentspräsidenten Walter Momper und eine Tradition. Es gab auch gar kein Problem damit, dass wir einen anderen Vorschlag hatten, solange bis es dieses Veto gab. Was Christopher gesagt hat, meiner Meinung nach, ist vollkommen richtig. Ich habe keine Lust, in den ersten Tagen unserer Arbeit hier im Kindergarten aufzumachen. Und nichts anderes ist das. Wenn wir jetzt da professionell rangehen und sagen, wisst ihr Leute, wenn euch dieses Links-Rechts-Spektrum so wichtig ist, dann macht es halt. Wir müssen Arbeitsfähigkeit herstellen. Und wir wollen hier vernünftig themenbezogen arbeiten, dann stehen wir meiner Meinung nach wesentlich besser da, als wenn wir jetzt anfangen, medial, per Anträge im Plenum oder wie auch immer, ne, durch Meinungsbildung in den Fraktionen, durch persönliche Gespräche, dort ein Fass aufzumachen. Ich bin gern bereit, jeden Beschluss, den ihr trefft, zu vertreten, gegenüber den anderen Geschäftsführern. Deswegen habe ich das hier ja auch eingebracht. Das heißt, auf jeden Fall, auch mit der genügenden Feinfühligkeit oder Vehemenz, dann, wann es angebracht ist. Ich rate davon aber ab. Ich finde das auch nicht die Art und Weise, wie ich Politik machen möchte. Ich bin sehr enttäuscht von der CDU, dass das offensichtlich so wichtig ist, weil das klang auch nicht an am Freitag bei der Geschäftsordnung. Ich fände es schade, wenn ich aus ähnlichem Grund ein ähnliches Meinungsbild der Piratenfraktion erhalte. Aber ihr gerne und ich vertrete euch da, das ist eure Entscheidung. Auf der Rednerliste stehen jetzt erst der Phil, dann der Alexander Morlang, dann der Alexander Spieß und dann der Pavel. Und ich habe bestimmt jemanden vergessen und das tut mir dann leid, aber der kann sich ja noch melden. Ja, für mich ist das so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits ist es natürlich so, dass es unser erstes Landesparlament ist, das wir hier entern. Und das könnte natürlich dazu herangezogen werden, wenn wir dann rechts von der CDU sitzen, dass eben die nächsten Piratenfraktionen, die in anderen Bundesländern die Möglichkeit haben, ins Parlament einzuziehen, auch dann eben an diese Stelle gesetzt werden. Zudem haben wir zu anderen Fraktionen natürlich politische Überschneidungen, die größer sind als die zu der CDU. Und diese Schnittmengen sind die, die auch eben andere Parteien zueinander näher sich zu positionieren. Also das sieht man halt im Parlament, dass die Linke näher an der SPD sitzt und die Grünen auch zueinander. Und da ist es natürlich eigentlich für uns auch schöner, wenn wir zu den
denjenigen, zu denen wir eben eine höhere Schnittmenge haben, auch näher sitzen würden. Andererseits ist es für mich eine Sache, dass wir eben ideologisch nicht politisch vorbelastet sind und wir auch sagen, wir wollen sachorientiert arbeiten. Das heißt, wenn wir in der Nähe der CDU sitzen, heißt das nicht, dass wir uns deren politisches Schema annehmen, dass wir uns dem annehmen werden, sondern wir werden sachorientiert arbeiten, egal wo wir sitzen. Insofern wäre mein Kompromissvorschlag halt zu sagen, dass wir schauen, ob wir, also wenn wir es jetzt nicht hinbekommen, während der politischen Geschäftsführerrunde, da noch einen Kompromiss zu erreichen, dass wir dann einen entsprechenden Antrag formulieren werden, der dann eben diesen Kompromiss für nach Weihnachten, eben dass wir bis dahin eine Mehrheit auch in den anderen Fraktionen bekommen, die sagen, okay, ihr Piraten, ihr habt recht, ihr müsst nicht da in der Ecke sitzen, wir sagen, ihr könnt gerne hier zu uns kommen. Und wenn wir das schaffen, dann hätte ich gerne diesen Antrag. Okay, wir haben jetzt alle relativ lang geredet, ich nehme mich da auch nicht aus, vielleicht machen wir das ein bisschen kürzer. Alexander Morlang ist als nächstes, dann Alexander Spieß, dann Pavel, Heiko und Simon Kowaleski. Ja, also ich wüsste ganz gerne, wo Faxe diese Information her hat, dass das Landtag des Bundeslandes Bayern sich nach dem Abgeordnetenhaus Berlin richtet, wenn es darum geht, eine mögliche Piratenfraktion dort einzusortieren, beziehungsweise auch der Landtag des Landes Schleswig-Holstein. Ich sehe das noch nicht so ganz. Phil hat es ja schon gemildert mit hätte und könnte und möglicherweise solltest du, Martin, die CDUler nochmal ganz eindringlich fragen, ob sie wirklich einen Haufen Piraten in ihrer unmittelbaren Nähe sitzen haben möchte. Ich kann mir vorstellen, dass das Problem sich dann löst. Hast du schon. Dann haben sie dich nicht verstanden. Kurz dazu, Spaßfakt, die Antwort war, ach, wir haben auch eine ganze Menge Frauen in unseren Reihen, die sind auch sehr quirlig. Soweit zu dem Frauenbild der CDU. Ja, dann sollten wir uns vielleicht für das Angebot bedanken. Hat er das schon vorgelesen? Nach Alexander Morlang kommt Alexander Spieß. Ja, also ganz kurz, ich rekapituliere. Also auf die Frage der Sitzordnung, als du das in der Geschäftsführerrolle vorgestellt hast, hat Momper sich erstmal positiv geäußert. Also dann müssen wir es so machen. Daraufhin gab es aber Widerspruch seitens der FDP, ja, so, weil FDP es nicht gut fand, dass wir dann ihre Plätze einnehmen. Auf der ganz linken Seite käme sicherlich Widerspruch der Linkspartei. So hätten wir also in jedem Falle bei der Sitzordnung ganz rechts ein Veto der FDP, bei der Sitzordnung ganz links ein Veto der Linkspartei. Ich glaube, wir haben die Sitzordnung und die Möglichkeiten schon diskutiert. Die FDP kam mit meinem Bericht nicht vor, weil sie da keine Stimme hat. Doch. Nein, hat sie nicht. Das, was ich euch am Samstag erzählt habe, natürlich war die FDP auch bei der Geschäftsführerrunde jetzt anwesend, weil sie zurzeit halt noch einen politischen parlamentarischen Geschäftsführer stellt. Allerdings gibt es da kein Veto. Ich habe das erklärt, die CDU möchte nicht ganz rechts außen sitzen, was die Konsequenz wäre, wenn wir irgendwo links sitzen würden, anstatt auf den Plätzen der FDP. That's it. Gut, also deswegen würde ich nochmal daran appellieren, also weil, wenn jetzt konsensual in der Geschäftsführerrunde das geklärt wird, ist die FDP ja noch dabei, nicht? Weil sie sind ja noch in Amt und Würden bis zum 27. Oktober, nicht? Insofern bitte ich dann die Sitzordnung zwischen Linkspartei und Grünen konsensual in der Geschäftsführerrunde zu klären und dabei auch ganz klar zu sagen, dass wir bei einer anderen Entscheidung eben einen Antrag im Plenum stellen. Nochmal, das habe ich schon kommuniziert. Und nochmal, das Präsidium und der Präsident und die Verwaltung des Abgeordnetenhauses wartet jetzt auf eure Entscheidung, die ich Ihnen dann heute, wenn es vor Verwaltungsschluss ist, noch mitteilen kann. Oder eben morgen früh. Ihr seid also da jetzt unter euch.
Ja, Pavel, Heiko, Simon, Kowalewski, Olli und Christopher. Gut, also was mir noch nicht so ganz klar ist, wenn die CDU ein Vetorecht hat, ob wir auch ein Vetorecht haben in dieser Runde, weil wenn die FDP ja keins mehr hat, dann müssten wir ja eins eigentlich haben. Das ist mir noch so ein bisschen unklar. Und dann frage ich mich, was passiert, wenn wir das Vetorecht haben und auch ein Veto einlegen, was dann passiert? Wird dann die Sitzung verschoben? Okay, nee, Entschuldigung, Pavel, jetzt muss ich dich hier mal unterbrechen, weil es läuft mir jetzt auch alles aus dem Ruder und ich versuche das jetzt noch einfach nochmal ganz ruhig zu erklären. Die Geschäftsführerrunde ist eine Absprache mit der Verwaltung des Abgeordnetenhauses über Dinge, die halt besprochen werden müssen. Ne? Den Ablauf der konstituierenden Sitzung. Dort wird nichts entschieden. Dort gibt es eigentlich, das Wort Veto ist auch falsch, das habe ich jetzt nur benutzt im Sinne von Alexander Spieß. Wenn wir mit dem Status quo, und der Status quo ist, wir kommen auf die freien Plätze der FDP, nicht zufrieden sind, dann müssen wir einen Antrag ans Plenum stellen. Es sei denn, alle anderen Fraktionen sagen durch ihre Geschäftsführer vorher, ja, können wir so machen. That's it. Es geht nicht darum, irgendein Veto zu haben. Es geht nicht darum, da einen demokratischen Beschluss herbeizuführen. Entweder wir kriegen den Status quo. Jetzt habe ich es verstanden. So, dann Pavel, bitte nochmal. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, ansonsten empfinde ich das schon irgendwo als Affront erstmal spontan und ja, gut, ich sage dazu jetzt nichts mehr. Heiko? Im Wahlkampf habe ich den Leuten immer erzählt, wo steht ihr denn? Und da habe ich immer gesagt, am liebsten stehen wir vorne. Das geht im Plenum nicht, weil da vorne halt von den anderen Parteien die Fraktionsleute sitzen und ich glaube nicht, dass die es toll finden würden, wenn wir die erste Reihe blockieren. Ich finde es blödsinnig, dass wir uns diesem ganzen Dogma und diesem Schema, das die letzten 50 Jahre lang oder beziehungsweise seit dem politischen Geschehen in der Art und Weise, wie es in Deutschland ist, aufrechterhalten wird, wo wir doch dauernd sagen, wir sind ein bunter Haufen und es ist uns völlig wurscht, wo wir da drin sitzen. Wenn wir eine geile Politik gegen Rechte machen, dann können wir auch rechts sitzen. Dann müssen wir nicht links zu sitzen, um gegen rechts zu sein zum Beispiel. Also das ist völlig egal, wo wir in diesem Parlament sitzen. Egal, wo wir da drin sitzen, wir können gute Politik machen und darauf kommt es an und nicht darauf, ob wir nun links, rechts oder zwischen den Grünen und den Linken sitzen. Wenn die CDU sich da quer schießt, dann müssen wir halt eine Politik machen, wo wir zeigen können, okay, gut, ihr wollt mit diesem kleinen Kram anfangen, dann machen wir halt mit einer anderen Politik gegen euch. Dann Simon Kowalewski, Olli und nochmal Christopher. Ja, also die Behauptung, dass wir da jetzt die freien Plätze der FDP einnehmen dürften, sozusagen, dass das jetzt die einzige Möglichkeit ist, ist natürlich völliger Quatsch. Es hat eine Neuwahl gegeben. Es ist jetzt nicht so, dass wir da mit der FDP getauscht haben. Die FDP hat es aus eigener Kraft geschafft, sich aus diesem Parlament zu katapultieren. Wir haben es geschafft, uns da hinein zu bewegen. Also es gibt da keinen Automatismus, dass wir jetzt da irgendwelche Plätze von der FDP benutzen müssen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die CDU vielleicht nicht ganz rechts sitzen will. Ich finde es auch schöner, in der Mitte zu sitzen. Ich meine, wir haben ja auch selber als Fraktion 3 Vorschläge eingebracht, von Linker als die Linkspartei und zwischen Linken und Bündnis 90 die Grünen und sogar zwischen Bündnis 90 die Grünen und der SPD. Also wir haben da ein relativ weites Spektrum vorgegeben, mit dem wir einverstanden wären, von ganz außen bis eher so Richtung Mitte. Ich finde, dass das schon wirklich signalisiert, dass wir da auch flexibel sind, aber dass die CDU uns da jetzt vorführen will, dass die jetzt schon gleich, bevor auch nur die konstituierende Sitzung stattfindet, zeigen will, dass sie letztlich da irgendwie das letzte Wort haben will, das können wir nicht mit uns machen lassen. Das sehe ich absolut nicht ein. Ich bin nicht als Nachfolger der FDP hier. Das möchte ich auch durch die Sitzordnung nicht so unterstellt wissen. Und ich rede auch gerne mit der CDU, um nochmal diese Frage zu beantworten und lasse sie auch gerne wissen, dass
ich weder rechts von ihr sitzen will, noch von ihr vorgeführt werden will als die doofen Piraten, die dann irgendwie am Anfang ihrer Legislaturperiode nichts Besseres zu tun haben, als sich im Plenum über die Sitzordnung zu streiten. So, das wäre nämlich genau das, was sie damit erzielen wollen. Das müsste man vielleicht auch nochmal klar sagen, weil das ist natürlich ihr Ziel. Wir kommen da rein und als allererstes unterhalten wir uns dann darüber, wo wir sitzen. Das wirkt natürlich auch total super medial. Ich sehe den Plan durchaus ein. Ich kann es nachvollziehen, dass es aus Richtung der CDU wahrscheinlich sehr sinnvoll ist, uns mit solchen Dingen irgendwie zu belästigen. Und wenn sie damit jetzt durchkommen, dann kommen sie damit auch die nächsten 5 Jahre immer durch. Und das möchte ich gleich von Anfang an festlegen, dass das nicht der Fall sein wird. Nach Simon war Olli dran, dann Christopher, dann habe ich mich nochmal drauf geschrieben und dann Alex. Und ich würde tatsächlich gerne diese Diskussion da beenden. Wenn noch jemand auf die Rednerliste will, kann das gerne tun. Wir fangen an, uns hier im Kreis zu drehen. Ich habe auch keine neuen Argumente mehr gehört. Okay, dann Olli. Ja, also Simon hat es gerade alles gesagt, was ich ursprünglich selbst sagen wollte. Christopher. Lieber Simon, die einzigen, die sich hier gerade selbst vorführen, sind wir. Ich habe schon vor, ich glaube, also gefühlt 20 Minuten einen Vorschlag gemacht, wie wir vorgehen können. Ich habe darum gebeten, dass dieser abgestimmt wird. Stattdessen wurden nochmal, wie Martin es schon formuliert hat, nicht neue Argumente vorgebracht. Ich bitte jetzt nochmal darum. Wir haben eine Fraktionssatzung, in der ist geregelt, dass wir mit einfacher Mehrheit der Fraktion Beschlüsse fassen. Es scheint anscheinend hier Uneinigkeit darüber zu geben, ob wir den Weg gehen sollen, dieses Thema eskalieren zu lassen oder ob wir es dabei belassen. Und ich bitte nochmal an dieser Stelle darum, dass wir jetzt darüber abstimmen, weil ich es für nicht zielführend halte, das zu tun, was wir gerade tun. Ja, ich hatte mich nochmal drauf geschrieben. Ich möchte nochmal auf die Argumente eingehen, dass wir diese Plätze nicht gepachtet haben von der FDP. Wir müssen irgendwo sitzen. Ich habe trotzdem noch eine Redeliste, auf der stehst du auch noch. Die wollte ich jetzt abarbeiten. Wenn ihr jetzt alle zurückzieht, dann die ist halt auch geschlossen. Danach können wir abstimmen. Wenn ihr jetzt einen Antrag einbringen wollt, unterstütze ich das natürlich. Wir müssen trotzdem im Hinblick auf die konstituierende Sitzung irgendwo sitzen und ich hoffe, ihr bleibt dann nicht dem Plenarsaal fern, wenn es die Plätze werden, die uns von der Verwaltung zugewiesen werden. Weil darauf läuft es hinaus. Weil ein Mehrheitsbeschluss kann nicht gefasst werden, denn das 17. Abgeordnetenhaus ist noch nicht konstituiert zu dem Zeitpunkt vorher. Und ich könnte auch nochmal den Vorschlag einbringen, konzentrische Kreise zu formieren. Gar kein Problem. Also nochmal, wie gesagt, das habe ich ja schon getan. Genau, da sollte euch im Klaren darüber sein, dass ihr auf jeden Fall bis Weihnachten dann an diesem Ort sitzen werdet. So, okay. Dann Alexander Morlang und Fabio, das sind die beiden Letzten, und dann würde ich Christophers Vorschlag gerne abstimmen lassen. Ja, das Meister hat der Lauer gesagt. Wenn wir uns hier noch eine Viertelstunde im Kreis drehen wollen, würde ich eine rauchen gehen. Und wenn irgendjemand der Meinung ist, er müsste seine Zeit für so ein Bullshit verbraten, statt sinnvolle Arbeit zu machen, dann finde ich das ziemlich unangenehm und überflüssig. Wir haben, glaube ich, genug um die Ohren und bitte jetzt auch schnellstens zum Schluss zu kommen. Und danach können ja Leute wütend rausrennen. Hauptsache, der Rest kann weiterarbeiten. Okay, also ich sehe überhaupt keinen Grund, jetzt wütend rauszurennen und ich sehe auch gar nicht, dass irgendwas eskaliert gerade. Wir haben alle klar gemacht, wo wir sitzen wollen. Wir haben die Position nicht geändert, in keinster Form. Wir wollen auch weiterhin nicht rechts sitzen. Wenn es so ist, wie Martin beschrieben hat, dass die CDU das quasi blockieren kann, dann sitzen wir eben zu Beginn der Legislaturperiode rechts und werden dann, das muss nicht in der ersten Sitzung sein, das kann auch irgendwann im April sein, einen Antrag einbringen, dass wir woanders sitzen wollen und das kann dann über die Sommerferien zum Beispiel geschehen. Es gibt keinen Grund, der jetzt irgendwie am Anfang irgendwie Sturm zu rennen oder was auch immer, sondern ich sehe das ganz entspannt. Aber ich denke, die Mehrheit hier hat klar gemacht, dass sie da nicht sitzen möchte und da langfristig dann auch nicht sitzen wird. Das wäre mein Punkt.
So, dann haben wir einen Antrag von Christopher. Ich lese den vor. Die Fraktion der Piratenpartei wird bezüglich der Sitzordnung im Plenarsaal des Abgeordnetenhauses keinen Antrag ins Abgeordnetenhaus von Berlin einbringen. Ich bitte den Handzeichen für Ja. Das heißt, ja, ich stimme dem Antrag von Christopher respektive. Ich habe keine Karten. Soll ich euch das mal sagen? Ja, dann mache ich erst Ja und dann Nein. Für diesen Antrag, keinen Antrag ins Abgeordnetenhaus einzubringen, wer ist dafür? Ich zähle 7. Wer ist dagegen? Ich zähle 8. Keine Enthaltung also. So, damit gibt es immer noch die Möglichkeit, dann einen Antrag einzubringen. Ich warte da auf Eingaben. Laut Fraktionsvorstandsbeschluss ist Susanne unsere Schriftführerin und übernimmt den Teil der Aufgaben des Fraktionsvorstands, der die Vorbereitung der Protokolle und die Nachbearbeitung der Protokolle angeht, und an Sie oder an vorstand@piratenfraktion-berlin.de kann man Anträge einreichen, die dann in das Pad für die nächste Sitzung einfließen werden. Dankeschön. So, weitere Berichte. Haben wir was von der IT? Wir sind immer noch im Punkt Berichte. Oder andere Berichte. Du kannst gerne was sagen. Das Problem ist nur, dass das Mikro ist. Hast du eins? Du kannst auch nach vorne kommen. Es gibt zu berichten, dass es einen funktionierenden E-Mail-Server gibt, wo jeder von euch eine Adresse hat. Es gibt zu berichten, dass es einen funktionierenden Adressbuch- und Kalenderserver gibt. Und dass ich auch dran war, einen eigenen Pad-Server für euch zu installieren, damit das alles stabiler läuft. Da gibt es aber noch Probleme, weil Etherpad leider also die neue Version, die man haben will, das nicht schafft, zu trennen zwischen lesenden, also nur lesenden Benutzern, irgendwie von externen und schreibenden. Genau, ich mache jetzt mal schnell und am Ende der Sitzung würde ich euch gerne einmal eine kurze Einweisung geben, wie das funktioniert und wo ihr hin müsst, und dann haben wir das. Sehr schön. Fragen, weitere Berichte? Ja, dankeschön. Ihr dürft ruhig richtig klopfen. Ja, der Stream ist nicht so schlimm, weil wir jetzt diese guten Mikrofone haben. Und genau. Okay, dann sind wir mit dem Punkt Berichte fertig und können uns der Diskussion über die Vertretung beim Ältestenrat beziehungsweise die Wahl eines Vertreters widmen. Wir haben, ich hatte das ja schon gesagt, schon vor der konstituierenden Sitzung die eine letzte Sitzung des alten Ältestenrats der 16. Wahlperiode, zu dem auch ein Vertreter der Piraten eingeladen ist. Einen solchen Vertreter sollten wir benennen. Gleichzeitig wird auch in der konstituierenden Sitzung der Ältestenrat eingesetzt werden und spätestens danach sollten wir auch einen dauerhaften Vertreter für den Ältestenrat der 17. Wahlperiode benennen. Das sollten wir in einer Fraktionsversammlung tun, deswegen dieser Punkt. Ich bitte um Diskussionsbeiträge. Christopher? Wir haben am Wochenende darüber diskutiert. Traditionell geht der Fraktionsvorsitzende in den Ältestenrat. Ich stelle jetzt hier nur eine Frage. Andreas, wärst du bereit, für uns in den Ältestenrat zu gehen? Ja, das wäre ich. Dankeschön. Fabio hat sich gemeldet. Ich habe den Antrag fertig. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt an Zuse geht oder ob wir das als nächsten TO-Punkt dann nochmal machen wollen. Worum handelt denn dein Antrag, Fabio? Die Sitzordnung.
Ah, okay, dann würde ich das als nächsten TO-Punkt einfügen, wenn du das möchtest. Also zur Sache. Wir sind im Tagesordnungspunkt Vertretung beim Ältestenrat. Wenn sich jetzt da kein Widerspruch hebt, dann mache ich einen Antrag und dieser Antrag würde lauten, der Fraktionsvorsitzende vertritt die Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin im Ältestenrat für die Dauer der 17. Wahlperiode. Und das wäre ein einfacher Beschluss, dafür müssten wir nicht wählen, denn der Fraktionsvorsitzende ist ein Amt und kann ausgefüllt werden von dem gewählten Piraten. Das wäre mein Vorschlag. Ich bitte da um Wortmeldung. Zu einem Antrag gehört auch eine Diskussion meiner Meinung nach. Wenn jetzt keine Wortmeldungen sind, dann bitte ich um Abstimmung zu diesem Antrag. Ja. Ja, also die Frage, die wir eigentlich diskutieren wollten unter diesem Tagesordnungspunkt, ist eben an dieser Stelle, ob wir das so machen, wie es eben üblich ist hier im Abgeordnetenhaus, nämlich dass der Fraktionsvorsitzende im Ältestenrat, in den Ältestenrat geht, oder ob wir das anders machen wollen. Nicht? Und da gab es ja verschiedene Ansichten dazu, nicht? Und ich würde das doch gerne nochmal zur Diskussion stellen. Andreas. Ich beantrage ein Meinungsbild, und zwar, ob wir das tatsächlich jetzt so in aller Ausführlichkeit diskutieren möchten oder nicht. Wer ist dafür, das jetzt an dieser Stelle zu diskutieren? Also es ist nochmal ein Meinungsbild. Wer ist dafür, das jetzt an dieser Stelle zu diskutieren? Wir sind im Tagesordnungspunkt, das heißt, wir diskutieren bereits darüber. Ich würde mich freuen, wenn die Diskussion etwas lebhafter wäre, als sie derzeit ist. Also wer ist dafür, das hier zu diskutieren? Das ist das Meinungsbild. Das ist, wenn überhaupt, eine knappe Mehrheit. Ich zähle das nicht aus, also eher negativ. Und Christopher meldet ein zweites Meinungsbild an. Wir haben in Zeile 119 des Protokolls einen Antrag von Martin. Ich stelle hiermit das Meinungsbild. Wer würde nach aktuellem Stand der Diskussion diesem Antrag zustimmen und wer würde ihn ablehnen? Zustimmen. Also genau, zustimmen. Ja. Also, was muss ich fragen? Das Meinungsbild, wenn ich es richtig interpretiere. Ich formuliere jetzt erstmal das Meinungsbild und die Versammlungsleitung fragt dann das Meinungsbild ab. Genau. Ich interpretiere dieses Meinungsbild wohlwollend. Wer würde meinem Antrag nach jetzigem Diskussionszustand zustimmen? Ich sehe dazu eine breite Mehrheit. Ja. In diesem Fall möchte ich gerne eine Abstimmung zu meinem Antrag, der inzwischen auch dankenswerterweise von Philipp Brechler aufgeschrieben wurde. Ich lese den Antrag nochmal vor. Der Fraktionsvorsitzende vertritt die Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin in der 17. Wahlperiode im Ältestenrat. Ich bitte um Handzeichen, wer für diesen Antrag ist. Zwölf. Wer ist gegen diesen Antrag? Eine Person. Wer enthält sich? Zwei Personen. Dankeschön. Damit ist der Antrag angenommen und Andreas wird uns dann auch in der sicherlich von der ersten oder letzten Sitzung des alten Ältestenrats berichten. Ja. Damit wäre tatsächlich dieser Tagesordnungspunkt beendet, denn eine Wahl und eine weitere Diskussion würde sich erübrigen. Ich würde jetzt den Tagesordnungspunkt von Fabio einschieben, weil er einen Antrag fertig gemacht hat. Möchtest du den Antrag, also es geht nochmal um die Sitzordnung im Parlament. Den würde ich jetzt einfach da einschieben und du solltest deinen Antrag mal einfach vorstellen. Ja, danke. Also ich habe das eben schon gesagt, ich sehe keinen Grund, irgendwas zu eskalieren, sondern ich sehe es so, dass wenn wir bei unseren vorgeschlagenen Sitzordnungsmethoden
bleiben, dann ist es möglich, dass wir dies auch weiterhin so vorbringen. Und wenn es eben nicht möglich ist, etwas zu verändern, dann sollten wir in der nächsten Sitzungsperiode, also in den nächsten 9 Monaten, einfach was dazu im Plenum einbringen. Ich habe geschrieben, die Piratenfraktion hat ihre Position bezüglich der Positionierung im Plenum ganz links zwischen Grüne und Linke beziehungsweise zwischen Grüne und SPD hinreichend geäußert und sieht keinen Grund, von dieser Position abzuweichen. Der parlamentarische Geschäftsführer Martin Delius wird beauftragt, diese Position nach außen zu vertreten. Sollte es im Vorfeld der konstituierenden Sitzung keine Einigung mit den anderen Fraktionen geben, die erörterten Möglichkeiten umzusetzen, wird die Fraktion in der kommenden Sitzungsperiode, also bis Sommer 2012, einen Antrag zur Änderung der Sitzordnung im Plenum einbringen. Dies würde ich aber natürlich auch davon abhängig machen, dass wir vielleicht in Liquid Feedback nochmal einen Antrag dazu machen. Aber grundsätzlich sollte das unsere jetzige Position sein. Christopher hat dazu einen Wortbeitrag und ich selbst auch. Ja, Also erstens, mir ist das nicht konkret genug an der Stelle, wo es darum geht, was unser Vorschlag für die Sitzordnung ist und was wir da hinreichend klar gemacht haben. Da wird meiner Meinung nach die Begründung mit dem Antrag vermischt. Zweitens, ich hätte gerne, wenn wir diesen Antrag jetzt so abstimmen und wenn er eine Mehrheit kriegen sollte, hätte ich noch gerne einen Umsetzungsverantwortlichen für diesen Antrag, der dort gestellt wird. Martin soll da unsere Position in der Geschäftsführerrunde vertreten, aber wenn die Piratenfraktion dort einen Antrag stellen möchte im Plenum, dann hätte ich doch gerne jemanden, der sich jetzt schon dafür verantwortlich zeigt und sagt, ich möchte diesen Antrag schreiben, ich möchte bei anderen Parteien darum werben, ich möchte mich darum kümmern, dass, wenn wir diesen Antrag stellen, er auch durchs Abgeordnetenhaus geht. Dankeschön. Auf der Rednerliste stehen ich, Alexander Morlang und Fabio Reinhardt. Kurzes Statement von mir dazu. Der Antrag kommt mir sehr entgegen, denn das, was mir dort als Auftrag gegeben wurde, habe ich bereits kommuniziert und vertreten. Zwar ausgiebig und ausführlich. Macht es gerne auch weiter. Muss ja noch berichten, was wir hier entschieden haben. Allerdings habe ich dann nicht mehr viel damit zu tun und ich unterstütze Christophers Vorschlag, einen Umsetzungsverantwortlichen zu benennen, beziehungsweise erwarte dann einen konkreten Antrag fürs Plenum. Alex? Ja, ich schließe mich dem an. Fabio und dann Susanne. Also wir sind jetzt keine Partei oder keine Gruppe mehr, die irgendwie für jede Aktivität irgendwen finden muss, der das auch übernimmt. Was? Wir sind eine Gruppe, die Positionen äußert und dann versucht, diese Positionen gemeinsam nach außen zu vertreten. Es ist nicht notwendig, wenn wir eine gemeinsame Position vertreten, dass wir direkt eine Person finden, die einen Antrag schreibt oder einen Antrag formuliert. Das ist eine Sache, die jetzt 9 Monate Zeit hat und ich denke, in dieser Zeit wird sich auch jemand finden, der diesen Antrag schreiben wird. Ich würde jetzt nicht eine Person finden oder suchen, die als Beauftragter durchgeht. Das ist eine gemeinsame Position, die wir jetzt haben. Diese Position kann sich auch verändern, wenn wir eine gemeinsame Mehrheit dafür finden. Aber ich halte es für absolut unnötig und den falschen Weg, wenn wir jetzt anfangen zu sagen, nee, also wenn du das möchtest, dann musst du erstmal jemanden finden, der das auch übernimmt. Wir wissen noch nicht mal, wer in 3 bis 6 Monaten für uns arbeitet. Insofern halte ich das für übertrieben. Auf der Rednerliste stehen derzeit Susanne, Phil, Christopher und Alexander Morlang. Ich werde jetzt präventiv die Rednerliste schließen, denn wir haben über diesen Punkt ausgiebigst diskutiert. Ihr habt einen Antrag und den könnt ihr abstimmen. Susanne, Dankeschön. Ich fand den Vorschlag sehr schön, das Ganze nochmal vorher in Liquid Feedback mit einzustellen und die Basis dazu zu befragen, wo sie uns denn gerne sitzen haben möchte. Und würde daher gerne jetzt den Alternativantrag stellen. Ich schreibe ihn auch gleich ins Pad mit dem Passus des Liquid Feedbacks. Okay, danke schön. Dann warten wir, dass du den formuliert hast und nehmen als nächstes Phil. Ah. Ja, ich finde es jetzt auch sehr schön, dass Susanne das nochmal mit dem Liquid Feedback eingebaut hat. Ansonsten hätte ich nämlich gerne gesehen, dass der Antrag konkretisiert würde und zwar entsprechend unseres Meinungsbildes, das sich ja schon auf eine bestimmte Position hin
formuliert hatte, und zwar eben zwischen der Linken und den Grünen. Das war unser Meinungsbild. Aber jetzt, da wir eine Liquid-Ini machen, denke ich, können wir das da auch noch mal basisdemokratischer in den Landesverband bringen. Also möchtest du jetzt doch nichts geändert haben? Ja, also wir hatten ein Meinungsbild, dass wir konkret an einer Stelle sitzen. Jetzt in diesem Antrag stehen halt drei Möglichkeiten. Weiß nicht, ob da noch Diskussionsbedarf besteht, ob man das vorher abändert. Aber wie gesagt, der Antrag muss ja ins Liquid gestellt werden. Und das liegt an dem, der den Antrag ins Liquid jetzt stellt. Ich habe es jetzt verstanden. Wir warten auf das Meinungsbild aus dem Liquid. Christopher und dann Alexander Morlang. Hallo Fabio. Ich möchte dir, was das mit dem Umsetzungsverantwortlichen, was das betrifft, möchte ich dir energisch widersprechen. Wir brauchen sehr wohl Leute, die, wenn wir hier etwas finden oder meinen, sich auch dann dafür verantwortlich zeigen, dass das umgesetzt wird. Ich könnte so einen Antrag wahrscheinlich, ohne zu wissen, wie so ein Antrag aussieht, an der roten Ampel schreiben, wie es so schön heißt, aber ich mache es nicht, weil ich es für äußerst sinnlos halte, was wir hier gerade tun. Ich finde es sehr bezeichnend, dass hier Vorschläge gemacht werden, ohne dass sich irgendjemand darüber Gedanken macht, wer es denn am Ende machen soll. Ich sage eins, diese Fraktion ernährt sich nicht von Luft und Liebe, wir müssen auch arbeiten. Wie gesagt, ich hätte gerne einen Umsetzungsverantwortlichen drin. Ich kann auch damit leben, wenn in diesem Antrag kein Umsetzungsverantwortlicher drin ist, weil ich ihn eh ablehnen werde. Aber ich werde es dann natürlich gerne in 9 Monaten, wenn das hier durchgehen sollte, zur Kenntnis nehmen, wer sich denn dann bemüßigt gefühlt hat, ohne konkreten Auftrag diesen Antrag umzusetzen. Alexander Morlang, und ich weise darauf hin, dass ich vorhin die Rednerliste geschlossen habe, hätte man auch sich gleich präventiv noch draufsetzen können. Ich denke, die Argumente sind ausgetauscht. Ja, Herr Kollege Lauer, ich muss Ihnen hier zum Teil widersprechen, zum Teil kann ich Ihnen recht geben. Mir ist es grundsätzlich erstmal völlig egal. Was mich stört, ist, dass wir halt entsprechend viel Zeit für den Bullshit verheizen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die von dir, Fabio, angesprochene und geförderte Verantwortungsdiffusion tödlich für die Arbeit einer Fraktion ist. In alter Seetiger Tradition, wenn es eine Aufgabe gibt, dann muss sich jemand den Hut aufsetzen, und wenn er das nicht tut, dann wird es nicht gemacht. Dann wird aber auch nicht beschlossen, dass es gemacht wird, weil es nicht gemacht wird. In diesem Fall, ja, ist es halt überhaupt kein Problem, weil es ist mir egal, und wenn es dann nicht gemacht wird, dann ist es mir auch egal. Allerdings schadet es so ein bisschen dem Ansehen unserer Fraktion, weil in 9 Monaten wird sich niemanden finden, der es tut, weil alles vergessen haben, und dann kommen Leute von außen und sagen, guck mal, ihr habt ganz viele Dinge beschlossen, die macht ihr aber gar nicht, ihr seid noch verpeilter und noch unfähiger als die anderen, und dann können wir uns auch nicht mit irgendeinem Anfängerbonus rausreden. Von daher ist es mir persönlich eigentlich egal, ob das in der Verantwortungsdiffusion untergeht oder nicht, weil es mir auch egal ist, neben wem wir sitzen, beziehungsweise, ja, aber es ist mir halt nicht egal, dass die Fraktion als Ganzes darunter leidet. Und es ist mir auch nicht egal, dass das Prinzip der Verantwortungsdiffusion jetzt hier gerechtfertigt wird und zum Prinzip erhoben wird. Und ich glaube, dass wir da möglicherweise nochmal an der Geschäftsordnung arbeiten müssen, um der Verantwortungsdiffusion institutionalisiert entgegenzuwirken. So, wir haben 2 Anträge. Jetzt müsst ihr mich kurz berichtigen, weil ich die Geschäftsordnung nicht vorliegen habe, wenn ich falsch liege. Wir haben die beiden Anträge gegeneinander laufen. Und sollten sie im Approval Voting abstimmen? Ah, ich kriege gerade die Geschäftsordnung gejabbert. Sehr schön. Genau, also die Abstimmungen laufen im Approval Voting in dem Fall, berichtigt mich? Beide gegeneinander. Das heißt, wer mehr Ja-Stimmen kriegt, hat gewonnen. Oder ist die eine? Wir diskutieren das noch. Ja. Nee.
Sehr schön. Es gibt, das ist steht Zeile 74. Ja, ich sehe es auch gerade. Das heißt, wir müssen, wir okay. machen nicht Approval, sondern... Wie bitte? Nein. Schmidti, vielen lieben Dank für diesen Tipp aus dem Plenum. Wir rufen Sie dann an. So, wir haben zwei Anträge. Die sind dann meiner Meinung nach nacheinander abzustimmen. Nee, gibt es zwei Anträge, die sich gegenseitig ausschließen, so wird zuvor in einer Stichwahl ermittelt, welcher Antrag ausscheidet und welcher einzig zur Abstimmung stehen soll. Ja, okay. Dann Ja-Stimmen zählen für den ersten Antrag, Nein-Stimmen für den zweiten Antrag. Gut, jetzt haben wir leider nicht alle die Stimmkärtchen. Das ist gar kein Problem, Ich frage die einfach nacheinander ab. Wer ist denn für den ersten Antrag von Fabio? Das ist der ohne Liquid Feedback. Und ich zähle jetzt die nach Ja-Stimmen. Das sind zwei. Wer ist denn für den ersten Antrag, für den Antrag von Susanne? Das ist der mit Liquid Feedback. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 8. Damit hat Susannes Antrag die Stichwahl gewonnen. Und jetzt gehe ich in die Abstimmung über den Antrag. Wer ist für den Antrag von Susanne? 1, 2, 9. Wer ist gegen den Antrag von Susanne? 6. Wer enthält sich? Ich frage trotzdem nochmal. Okay. So, damit ist das Ergebnis klar. Wir behalten es uns also vor, einen Antrag ins Plenum einzubringen. Dieser Antrag soll im Feedback vorher abgefragt werden. Faxe hat da ja einen Zusatz dazu geschrieben. Über den sollten wir vielleicht dann noch mal kurz reden. Dieser Antrag wurde nicht in der Versammlung gestellt. Deswegen kann er auch nicht diskutiert werden. Faxe, möchtest du diesen Antrag jetzt noch stellen? Gleiches Recht für alle. Ich bin nur der informellen vom Forderung gefolgt, dass es einen Umsetzungsverantwortlichen geben sollte und ich diesen Teil entsprechend dabei gefügt habe. Wenn ihr das aber jetzt nicht wollt, kann ich das auch wieder zurückziehen. Simon, du hast deinen Redebeitrag. Bitte tu das. Ich möchte derweil diesen an. Ich hätte gerne eine kurze Pause. Was ist kurz? Was ist die kürzeste, die plausibel ist? 5 Minuten? 10 Minuten? 10 Minuten. Okay, 10 Minuten Pause. Gibt es dazu Widerspruch? Okay, es gibt dazu Widerspruch. Das heißt, wir müssen darüber abstimmen. Wer ist für die 10 Minuten Pause? Ich frage es nochmal ab. Wer ist... Damit haben wir 10 Minuten Pause. Wir treffen uns hier wieder 16.22 Uhr.
So, leicht verspätet, rufe ich mal zur Ordnung. Nee, nicht ganz kurz. Hallo Ben, schön, dass du da bist. So, der Zusatzantrag von Gerwald ist inzwischen zurückgezogen. Ich kann zusammenfassend sagen, dass Gerwald sich als Antragsteller nach einem Meinungsbild zur Verfügung stellt und das Ganze auch begleiten wird, um das in den parlamentarischen Prozess einzubringen, sobald wir im Liquid Feedback ein Meinungsbild haben. Ich finde das sehr schön, dass er das macht. Und dann kriegen wir das auch rechtzeitig zur Vorlage hier und können auch darüber nochmal ein Meinungsbild oder einen Beschluss der Fraktion erwirken. So, dann haben wir jetzt diesen Punkt, soweit ich das sehen kann, durch. Ich weiß, dass Susanne noch einen Antrag an die Versammlung hat, deswegen würde ich das jetzt vornehmen. Bitte. Danke sehr. Und zwar haben die letzten zwei Male gezeigt, dass wenn wir einen Endzeitpunkt haben, unsere Diskussionskultur um einiges angenehmer ist. Und daher möchte ich für diese Sitzung auch einen Endzeitpunkt festlegen und schlage 18 Uhr vor. Andreas hat dazu eine Wortmeldung. Ja, wie ihr alle wisst, muss ich um 17.30 Uhr weg, da ich heute noch arbeiten muss. Ich schlage 17.30 Uhr vor. Okay, es gibt zwei Vorschläge. Ich ziehe meinen zurück, ich wusste das nicht. Okay, dann 17.30 Uhr Endzeitpunkt. Gibt es dagegen Widersprüche oder einen Widerspruch? Dann würde ich es abstimmen lassen. Das ist nicht der Fall. Dankeschön, wir haben einen Endzeitpunkt. 17.30 Uhr dürfen wir diesen Raum alle verlassen. Natürlich auch vorher schon, aber naja. So, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Und zwar auch Ergebnis aus der Geschäftsführerrunde. Ich warte kurz. Zur Info an dich, Simon, wir haben einen Endzeitpunkt gerade bestimmt, 17.30 Uhr. Okay. Wahl des Vertreters, der Stellvertreter im Präsidium des Abgeordnetenhauses. Jetzt ist meine erste Frage. Das ist natürlich auch ein Punkt, aus der Geschäftsführerrunde kommt, und wir brauchen zur konstituierenden Sitzung Vorschläge, die dann gewählt werden können. Haben wir alle notwendigen Dinge da, um eine Personenwahl durchzuführen? Das ihr braucht auch Stimmzettelchen. Ich habe mein Zeug nicht dabei. Also Christopher, Alex und ich haben ihr Zeug nicht dabei. Heiko auch nicht. Ich lese jetzt nicht allen vor. Okay, wie können wir es machen? Ich habe einen Vorschlag, bevor wir hier irgendwas wählen, sollten wir vielleicht erstmal Leute finden, die gewählt werden wollen. Dann können wir uns noch immer dem Problem stellen, dass wir möglicherweise nicht genug Wahlzeug haben. Also deswegen die Bitte an die Runde. Wer möchte denn Beisitzer im Präsidium werden und wer würde sich für die Stellvertretung dieses Beisitzes zur Verfügung stellen? Korrigier mich, Martin, aber ich glaube, wir hatten gesagt, ein Beisitzer und zwei Stellvertreter. Ja, wobei wir da frei sind, beziehungsweise, also das ist eher eine präventive Maßnahme. Wir brauchen einen Wahlvorschlag für das Präsidium als Beisitzer. Feste Stellvertreter stehen noch nicht in der Geschäftsordnung. Das soll aber eine Geschäftsordnungsänderung geben, die euch dann natürlich auch vorgelegt wird. Was wir da tun, ist präventiv eine Liste quasi aufzustellen an Stellvertreter. Das können auch fünf sein, zur Not. Simon. Ja, ich wollte mich für sowohl als auch zur Verfügung stellen. Danke. Ich habe inzwischen Kärtchen gefunden. Mir wurde gesagt, das sind nicht die richtigen. Okay, also wir haben einen Kandidaten für die Mitgliedschaft im Präsidium des Abgeordnetenhauses der 17. Wahlperiode. Gerwald?
Also ich könnte innerhalb von 45 Minuten zu P9 zurückkommen und das Zeug holen, was gebraucht wird. Also geht auch schneller, wir können ja auch ein Taxi bezahlen. Fabio. Also zur Wahl sehe ich überhaupt kein Problem. Ich habe hier irgendwie über 20 Zettel. Die werden in verschiedene Farben. Ich ziehe zurück. Susanne. Also ich hätte weißes Papier dabei, daraus könnte man was schneiden. Nein, also Andreas, du hast eine Wortmeldung. Ja, wer ist dafür, dass wir das aufs nächste Mal verschieben? Wir haben jetzt hier meines Wissens keine Zeitnot. Ich habe das jetzt nicht nochmal aufgerufen, das Meinungsbild, das ist aber durchweg positiv, sehr schön. Das freut mich auch besonders. Zusätzlich garantiere, dass beim nächsten Mal auch entsprechendes Zeug zum Wählen da ist. So, wie gesagt, ich habe diesen Tagesordnungspunkt am Sonntag oder Samstagabend auf die Tagesordnung gesetzt, weil wir darüber diskutiert hatten, dass das notwendig sein wird. Wir haben tatsächlich keine Zeitnot. Ist aber schön, dass Simon sich schon mal gemeldet hat. Da haben wir jemanden, der das macht. Zur Erinnerung, der Beisitzer im Präsidium macht Stimmen zählen, Rednerliste abarbeiten und solche Dinge und vertritt uns dann in den Präsidiumssitzungen. Ja? So, wenn jetzt keine weiteren Redebeiträge sind, dann würde ich schnell zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Das wäre die Geschäftsordnung der Fraktion. Okay, der Tagesordnungspunkt Geschäftsordnung der Fraktion, den habe ich da drauf gesetzt, weil wir auch über die Notwendigkeit schon besprochen hatten und dass auch in der Satzung steht, dass wir eine Geschäftsordnung haben wollen. Wir haben eine Wahl- und Geschäftsordnung bisher der Fraktion. Ich finde, da gibt es Überarbeitungsbedarf und das hatten wir auch schon mal angemeldet. Ich hätte jetzt gerne zu diesem Tagesordnungspunkt freiwillige Meldungen für Leute, die diesen Überarbeitungsbedarf dann in konkrete Textvorschläge umsetzen wollen und ihn zur nächsten Sitzung vorstellen wollen. Es gibt eine Rednerliste, Christopher, Andreas, Heiko. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich mich daran gerne beteilige. Andreas? Ja, ich auch, aber ich denke, dass zwei auch reichen. Also wenn Heiko das machen will, weiß ich nicht. Heiko, möchtest du auch? Ich mach das auch mit, aber du kannst auch gerne mit drei mitmachen. Nein, drei sind zu viel, es geht nicht. genau, ansonsten, das ist super, ich freue mich da. Ich finde nicht, dass wir die Leute, die sich da jetzt freiwillig melden, dann auch beauftragen müssen. Aber wenn ihr das wollt, dann können wir darüber natürlich gerne einen Beschluss fassen. Christopher hat noch einen Redebeitrag. Ja, ich würde nur darum bitten, dass wir mal gucken, dass wir jetzt möglichst bald einen Termin finden. Was ist mit Donnerstag? Donnerstag, ab wann hier? Sagt mir eine Zeit. Ab 6. Das ist ein schöner Vorschlag, Herr Baum. Ich nehme auf. So, und was ist das bei dir? Ich habe nur von 10:30 bis 12 Uhr sonst den ganzen Tag. Also entweder vormittags um 6 oder nach 14. Also ich habe bis 14 Uhr Zeit, da habe ich hier im Haus einen Termin. Donnerstag um 8. Sehr schön, ich bedanke mich. Ansonsten ist dieser Tagesordnungspunkt jetzt eine wunderbare Gelegenheit, Vorschläge für einzelne Punkte, die unbedingt in diese Geschäftsordnung kommen sollten, hier abzustimmen, damit die Leute vielleicht schon mal eine Richtschnur haben. Susanne? Bitte schriftlich. Und zwar, als wir die Satzungsdiskussion hatten und das Argument kam, das gehört in die Geschäftsordnung, hatte ich ein Pad angelegt. Den Link dazu habe ich Heiko gerade schon geschickt. Soll ich die trotzdem vorlesen? Nö, also wenn du das sowieso nicht abstimmen willst, sondern dass die Vorschläge sind, die man einarbeiten soll, dann reicht das, wenn alle das Pad haben. Okay, gibt es dazu Anträge, Diskussionsbeiträge, Vorschläge? Ich sehe, das ist nicht der Fall und freue mich ganz furchtbar. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt Sonstiges. Da haben wir ganz viele interessante Sachen. Als erstes steht
Reykjavik auf der Tagesordnung und da ist Christopher dran. Olé! Ich habe mich wieder der einzigartigen Kulturtechnik des Telefonierens bedient, bin auf die Webseite der besten Partei gegangen und habe dort angerufen. Viele Grüße aus Reykjavik. Man freut sich, dass wir hier ins Abgeordnetenhaus eingezogen sind, ist oder so. Ja, die freuen sich wirklich und die wollten sich eh mit uns treffen, wurde mir jetzt so gesagt. Und was mir an den Isländern gut gefällt, ist, die machen halt Nägel mit Köpfen und da sollten wir jetzt drüber diskutieren. Wir könnten Reykjavik besuchen von denen aus vom 17. bis 23. Oktober. Das wäre übernächste Woche. Das würde natürlich bedeuten, dass wir dort in mehreren Flugzeugen hinfliegen, weil uns nicht sowas passieren darf wie der englischen Nationalmannschaft, die mal gemeinsam abgestürzt ist und dann war sie weg. Also wir müssten uns irgendwie in Fünferhappen meiner Meinung nach verteilen auf die Flieger, weil mit fünf sind wir noch immer eine Fraktion im Abgeordnetenhaus. Ja, nee, ihr lacht, ich meine es ernst. Ich weiß, dass der 17. jetzt kurz ist. Wenn ihr jetzt sagt, vom 17. bis zum 23., wir können den Zeitraum auch einengen, ist mir das zu kurz mit dem Besuch in Reykjavik bei der besten Partei. Dann muss ich nochmal mit der Frau, mit der ich dort Kontakt hatte, ich glaube, sie hieß, steht auf der Webseite, Heider irgendwas dort hier. Ich guck mal gerade. Ist auch jetzt nicht so wichtig, wie die hieß. Also, okay, im Grunde genommen eigentlich 17. bis 23. oder 17. bis 21. Hey or nay. Ich habe mal nachgeguckt. Ein Flug kostet so um die 500 Euro pro Person. Wenn wir jetzt sagen, wir fliegen dahin, würde ich mich aber darum kümmern, bei einer Fluglinie anzufragen, ob es da irgendeinen Gruppenrabatt gibt oder ob man, also wie man das macht mit dem Schiff oder einem. Ja, vielen. Ich denke, der ist abgeschafft. Vielen, vielen lieben. Ja, ich bitte auch. Entschuldigung, das ist schön. Es freut mich auch sehr. Vielleicht habe ich jetzt durch meine laxe Art dazu eingeladen, hier aus dem Publikum Zwischenrufe stattfinden zu lassen. Es tut mir leid. Es geht hier konkret um die Frage, wollen wir vom 17. oder ab dem 17. bis zum 23. nach Reykjavik? Ja oder nein? Wenn später, würde ich mich, wie gesagt, nochmal darum kümmern, mich mit der besten Partei da an der Stelle kurz zu schließen. Wir haben Wortbeiträge, Susanne und Oliver und dann Pavel. Also ich muss sagen, mir persönlich ist das zu kurzfristig, aber ich muss nicht unbedingt dabei sein. Also wenn ihr ohne mich fliegen wollt, fahren wollt, wie auch immer, wäre das für mich auch in Ordnung. Olli? Einen Monat später würde ich bevorzugen, aber wenn wir jetzt dann beschließen, dass wir da fliegen wollen, dann fliege ich mit. Pavel? Ja, normalerweise, also meiner Meinung nach wäre es sinnvoll, wenn erstmal nur zwei oder drei Leute oder vielleicht sogar einer alleine hinfliegt und im Prinzip aber auch den Besuch der größeren Gruppe dort vorbereitet einfach. Weil es könnte halt schwierig werden, mit 15 Leuten ohne Vorbereitung oder Vorgespräche. Also von daher würde ich befürworten, kleine Gruppe jetzt, um nichts auf die lange Bank zu schieben und dann unseren großen Besuch vorzubereiten. Andreas und dann Fabio. Ja, ich hätte gerne ein Meinungsbild und zwar dafür, wer damit einverstanden wäre, dass nur eine Teilmenge der Fraktion tatsächlich den ersten Besuch und macht. Wer ist dafür? Wer ist einverstanden damit, dass es nur ein Teil ist zuerst beim ersten Mal? Das ist eindeutig.
Jetzt hatte ich Wolfram vergessen, sorry, Fabio. Ich ziehe zurück. Okay. Ja, von mir eigentlich auch nur die Anmerkung, dass für mich persönlich das zu kurzfristig wäre und im Augenblick wahrscheinlich auch finanziell nicht tragbar. Und die Verständigung war ja eigentlich am Wochenende auch darüber, dass wir das eher so im nächsten Sommer machen. Ja, du kannst gleich was dazu sagen. Ich habe noch ein Meinungsbild. Wem würde das denn ungefähr passen? Und wer würde dann jetzt auch beim ersten Mal unbedingt dabei sein wollen? Also beides, ne? Das ist eine breitere Menge. Okay, das sind vier, habe ich jetzt gezählt. Gut, dann Christopher. Wie gesagt, ich wollte jetzt hier niemanden mit überfallen. Der Vorschlag kam jetzt von den Isländern. Ich habe gedacht, ich trage es jetzt einfach mal hier vor. Ich finde Pavels Vorschlag auch nicht verkehrt. Noch zu dem, was du gesagt hattest, Olli. Ich hielte es halt jetzt für sinnvoll, weil wir jetzt natürlich noch nicht konstituiert sind, also das Parlament. Wenn wir Sitzungswochen und so haben, wird es schwieriger. Dann müssten wir tatsächlich irgendwie gucken, dass wir das im Sommer machen oder wenn wir irgendwie Schulferien haben. Aber mir ist es echt Jacke wie Hose, aber ja. Fabio und dann Simon. Wegen dem Termin nochmal ganz kurz der Hinweis. Der Herr von der Verwaltung hatte uns gesagt, dass wir bis Ende November nicht davon ausgehen müssen, dass es schon Ausschusssitzungen gibt, da sich erst der Senat konstituiert und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt nur Plenarsitzungen, natürlich noch andere Termine, aber wir könnten dann auch da eine Woche einschieben. Simon, dann Olli, dann Alexander Mauler. Ja, ich finde es auch im Hinblick darauf, dass wir bis zur Konstituierung ja noch sehr viel zu tun haben jetzt. Auch wenn die Geste natürlich wirklich schön ist, zu sagen, wir machen das jetzt einfach gleich, vielleicht doch ein bisschen kurzfristig. Die Idee, dass vielleicht erstmal eine Delegation hinfliegt und das alles vorbereitet, da kann ich durchaus was abgewinnen, weil das würde dann nicht bedeuten, dass wir dann alle weg wären aus Berlin und hier nichts machen könnten. Und ich denke mal, wir haben ja die Schulferien als Tagungs-, also auch als Ausschuss- und plenumsfreie Zeiten vielleicht dann sowas mal in Augenschein zu nehmen, wenn wir hier den großen Berg Arbeit, der jetzt ganz dringend sich irgendwie noch aufdrückt, bewältigt haben. Alex? Nee, Olli erst, sorry. Kein Ding. Also inhaltlich stimme ich dir vollkommen zu, Christopher. Ich würde auch wahnsinnig gern einmal mindestens, wenn nicht sogar bei beiden Touren dabei sein, es ist gerade noch ein Budgetproblem. Alex. Also, wenn wir da nicht nur hinwollen, sondern Island auch sehen wollen, dann sollten wir das relativ früh machen. Es ist ziemlich nah am Polarkreis und irgendwann ist dort Nacht. Christopher. Dann würde ich das jetzt, das wäre dann jetzt quasi der Antrag, ich habe ihn noch nicht geschrieben, wir haben im Pad irgendwie Plätzchen, hörst du mich? Irgendwie ist da was mit der Schrift, ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder nicht gewollt. Dann würde ich jetzt einfach vorschlagen, Folgendes, die Fraktion der Piraten, Partei im Abgeordnetenhaus schickt eine Delegation zur Vorbereitung eines Treffens zwischen den Piraten und der besten Partei nach Reykjavik. Kosten tragen die Fahnen. Okay, das ist ein Antrag. Schreibst du das noch? Ich habe die Schrift wieder richtig gebogen. Es sei denn, jemand sagt jetzt, ich würde unbedingt super, super gerne, aber ich kann es mir nicht leisten, dann sollten wir darüber diskutieren, wie wir das möglicherweise dieser Person ermöglichen, dort mitzufliegen. So, jemand mit diesem Problem für jetzt, bevor es dunkel wird?
Okay, dann haben wir einen Antrag. Ich lasse darüber abstimmen. Wer ist für Christophers Antrag, den er hoffentlich gleich auch noch im Wortlaut ins Pad formuliert? Unser Protokollant, großartig. Okay, wer ist für diesen Antrag? Das ist einstimmig. Danke sehr. Dann würde ich jetzt nochmal fragen wollen, nur damit ich jetzt weiß, wen ich dann da in die Organisation einbeziehen muss. Wer außer mir fliegt denn dann zwischen dem 17. und dem 23. mit? Ja, bei mir vorbehaltlich irgendwelcher Termine, die ich aufgrund meiner Aufgaben nicht umgehen kann. Aber das werde ich rechtzeitig klären. Ja gut, dann bedanke ich mich doch ganz herzlich. Und dann, wenn ihr Ideen, Vorschläge, Wünsche habt, was da besprochen werden soll, ich glaube, ihr kennt meine E-Mail-Adresse. Kann man auch googeln. So, das war der erste Punkt unter Sonstiges. Der nächste Punkt unter Sonstiges, der wurde zwar nicht vorgetragen, aber... das war Gerwalds Punkt, ne? Umgang mit Bürgeranfragen. Bitte sehr. Ja, ich bin ja beim S-Bahn-Tisch Berlin Gründungsmitglied und in diesem Zusammenhang kam die Diskussion auf, wie denn wir als Fraktion mit den Anliegen des S-Bahn-Tisches und anderen Bürgerinitiativen dieser Art umgehen möchten. Und dann hatte ich die kurzfristige Idee, man könnte ja bei unserer Fraktionssitzung jetzt das entsprechend behandeln, aber andererseits, wenn dann jetzt alle Bürgerinitiativen ankommen, hätten wir den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt und da müsste man eine bessere Lösung finden. Da würde ich jetzt um die Meinung und Vorschläge der Fraktionsmitglieder bitten wollen. Wortmeldungen dazu? Christopher? Ja, wir hatten das Thema Anfragen von Bürgerinitiativen ja auch am Wochenende thematisiert. Ich würde folgendes Prozedere vorschlagen. Wir definieren, am besten nicht jetzt hier, weil ich glaube, das artet dann wieder ein bisschen aus, einen Prozess im Sinne einer Fragestunde oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Also wir machen quasi so unseren eigenen Petitionsausschuss. Und dann können Initiativen und Bürger vorbeikommen, ihr Anliegen vortragen. Und dann gibt es aus dieser Runde, ich weiß nicht, ob da immer die Fraktion dabei, also ob die Fraktion da in voller Stärke anwesend sein muss, dann wird es einen Berichterstatter geben für die Fraktion. Und dann muss sich die Fraktion entscheiden, ob und wie sie sich mit diesen Anfragen auseinandersetzt. Dann haben wir ein definiertes Prozedere. Ich lege da auch gerne was bis zur nächsten Sitzung vor. Also, wenn das da jetzt nicht eine bessere Idee oder Widerspruch gibt. Phil, ich sehe dich. Ich würde davor gerne noch was ergänzen. Ich finde das mit dem der extra Gelegenheit, extra für Bürger und Initiativen hier vorzusprechen und uns ihr Anliegen vorzutragen, sehr gut. Ich möchte aber bemerken, dass allgemeine Positionen und Positionspapiere beziehungsweise irgendwelche anderen nicht direkten Handlungsanforderungen an uns als Parlamentarier, Anträge ins Parlament einzufügen, ich gerne sowieso in der Partei breit diskutieren würde, wollen. Und dann auch durchs Liquid Feedback jagen lassen würde. Das heißt, wenn es einen Berichterstatter und für uns eine konkrete Handlungsoption gibt, dann ist auf jeden Fall Christophers Weg meiner Meinung nach der richtige, weil dann können wir über konkrete Anträge, die wir dann stellvertretend ins Parlament einbringen, beraten. Alles andere würde ich gerne mit der gesamten Partei diskutieren. Danke. Phil und dann Simon. Frage wäre, brauchen wir da einen Beauftragten, der im Postfach nachschaut, welche Anfragen haben wir von NGOs oder auch von Bürgerinitiativen und der das dann sammelt und der Fraktion vorstellt? Antwort aus dem Vorstand. Wir haben das ja heute besprochen. Dieser Beauftragte, halt dem Vorstandsgeschäftsbereich Ansprechpartner für alles Mögliche, ist Fabio Reinhardt dankenswerterweise.
heißt, wir können jetzt das entweder so machen, dass wir einen Termin veröffentlichen, an dem alle kommen können, sich beziehungsweise anmelden können, oder wir schreiben alle an, die sich bisher schon gemeldet haben und sagen, okay, es wird für euch einen Termin geben. Ich weiß nicht, ich denke, beides ist möglich, man kann das auch kombinieren. Auf jeden Fall ist Fabio derjenige. Simon und dann Faxe, willst du noch was, Gerald? Okay. Ich wollte noch die Idee mit einbringen, dass wir vielleicht auch so eine Art lokale Zuständigkeit entwickeln. Wir haben jetzt leider keine direkt gewählten Wahlkreiskandidaten, das wäre so ein bisschen dann deren automatische Aufgabe meiner Meinung nach, aber wir haben ja alle irgendwo kandidiert und haben von daher eine besondere Verbindung zu einer bestimmten Gegend. Im Bezirk sind wir gerade schon auch dabei, irgendwie zu planen, ein Bezirksbüro irgendwie zu eröffnen. Das heißt, wir werden da auch einen Anlaufpunkt im Norden Schönebergs haben, wo ich und Alex wahrscheinlich auch als Abgeordnete dann uns auch sehen lassen, um da eben auch Bürgeranfragen direkt aus der Gegend zu beantworten. Und andere kommen ja aus anderen Gegenden. Also ich fände es schön, wenn tatsächlich auch für jeden Teil von Berlin, der jetzt nicht unbedingt direkt mit Bezirksgrenzen übereinstimmen muss, es tatsächlich jemanden gäbe, der sich dafür Bürgeranfragen zur Verfügung stellen würde, die dann aufbereitet und entweder der Partei gegenüber oder der Fraktion gegenüber irgendwie vorträgt und natürlich dann auch das Feedback in die andere Richtung macht. Phil? Ja, ich finde das auch eine handelbare Möglichkeit, dass wir gucken, wenn es Bürgeranfragen von Initiativen aus bestimmten Wahlkreisen gibt, dass wir möglicherweise dann, wenn sich aus diesem Wahlkreis niemand in unserer Fraktion befindet, dass wir dann gucken, wer hat dort kandidiert, wer kennt sich dort aus, dass wir an diesen Piraten das weitervermitteln, dass der sich darum kümmert und das dann nochmal für uns aufbereitet. Okay, Gerwald. Ich würde noch trennen zwischen Bürgern und Bürgerinitiativen, weil die Bürgerinitiativen haben im Regelfall eigentlich schon ein konkretes Anliegen, haben sich meistens auch schon sehr viel Arbeit gemacht, um das auszuformulieren, was sie eigentlich wollen. Und der einzelne Bürger macht das zwar auch, hat aber nicht die Ressourcen, die eine Bürgerinitiative hat. Und da würde ich dann schon da eine kleine Unterscheidung vornehmen wollen. So, gibt es einen konkreten Antrag an die Fraktion? Ansonsten würde ich vorschlagen, dass es sehr viel Organisatorisches ist und wir die Bereichspiraten in der Fraktion oder vielleicht auch außerhalb der Fraktion suchen und sammeln und gucken, wie wir dann Termine organisieren für solche Veranstaltungen. Christopher? Ich habe noch einen Vorschlag zu diesem Thema Regionalität. Wir haben ja das Glück, dass wir in alle 12 Bezirke auch in die Bezirksverordnetenversammlung eingezogen sind. Ich würde vorschlagen, dass wenn ich da ein Konzept, ich lasse das Telefon bei Klegel, ich kann mich gerade schlecht konzentrieren. Ist nicht schlimm, Ben. Wir wissen, was wichtig ist. Ah. Ist auch ein schönes Lied. Früher hattest du die Kalaschnikow, ne? Also ich würde dann, wenn ich mich jetzt daran machen würde, so ein Konzept auszuarbeiten, gucken, dass ich mir in jedem Bezirk dann einen BVVler kralle, der sich dafür in irgendeiner Form verantwortlich findet. Gibt es jetzt gegen dieses beschriebene Prozedere irgendwie Widerspruch? Ja. Also weil das sind Piraten vor Ort. Wenn du eine Bürgerinni in Steglitz-Zehlendorf hast, dann wissen da vielleicht auch die BVVler aus Steglitz-Zehlendorf besser Bescheid. Und wenn die dann sehen, okay, das ist was fürs Abgeordnetenhaus, dann können oder müssen wir da eh ran. Ja, also kein Widerspruch. Nur der Hinweis, dass Gerd Anger ja schon sich Ansprechpartner aus jedem Bezirk gesucht hat und vielleicht kann man erstmal gucken, ob man die nimmt oder es eben dann noch andere gibt, die sozusagen für andere Themen dann zuständig sind. Vielen lieben Dank für den Hinweis, da werde ich mich direkt an Gerhard wenden. Danke.
Weitere Wortmeldungen zum Punkt. Ich gehe davon aus, wir haben bald einen ersten Termin, wo alle kommen können. Okay, dann ist der nächste Punkt Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses. Ich gucke mal nach rechts. Naja. Geht, glaube ich, ganz schnell. Nur ein Meinungsbild darüber in der Runde, ob ich einen Antrag vorbereiten soll hier an die Runde, den wir dann wiederum für die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses stellen werden. Und zwar so eine Idee, dass man in die Geschäftsordnung die Praxis, die wir auch gerne, also die wir häufiger praktizieren, mit einbaut, nämlich ein Meinungsbild aller Anwesenden im Abgeordnetenhaus zu ermöglichen. Hintergrund ist es einfach, dass es ganz interessant sein könnte. Also nicht alle, die dort sitzen, sind ja Parlamentarier. Zum einen sitzen dort halt Senatsvertreter. Zum anderen könnte es auch ganz interessant sein für die Leute, die sich dann mal die Mühe machen oder das Interesse haben, dort zuzuschauen, wenn sie ab und zu mal, wenn sie schon mal da sind, nach ihrer Meinung gefragt würden. Ja. Sehr gerne trete ich da in die Diskussion ein, Christopher. Ich ziehe erstmal zurück. Okay, Christopher meldete sich und zieht sich gleich wieder zurück. Alex. Vielleicht sollten wir das mal in unsere GO einbauen, oder hatten wir das schon drin? Das fiel mir auch gerade auf, ja. Ein Hinweis an Christopher, Andreas und Heiko. Machen Sie es so. Ja, das ist dein Spruch, ich weiß. So, okay, wollen wir dazu ein Meinungsbild haben oder ist das sowieso klar? Dann können wir auch einfach akklamieren. Ich finde das nämlich einen tollen Vorschlag. Ich freue mich auf unseren ersten echten Antrag. Es gibt einen weiteren Punkt zu Sonstiges, Susanne? Also ich habe dazu jetzt keine Überschrift. Ich habe nur vorhin einen Anruf erhalten von einem Bürger, der gesagt hat, ich kann seinen Namen leider nicht, der gesagt hat, dass er uns gerne helfen möchte, in organisatorischen Fragen. Und ich habe die Telefonnummer. Er meinte, er hätte im Büro niemanden erreicht. Also falls dort irgendjemand Interesse hat, ich kann die Telefonnummer gerne aufschreiben oder sonst was. Nein. Dazu haben wir uns auch schon mal unterhalten. Wir haben das gemeinsame Postfach. Fabio hat den Geschäftsbereich Ansprechpartner. Wir haben eine mehrköpfige Gruppe, die demnächst einen Vorschlag zur Personalstruktur arbeiten möchte. Ja. Ich will dazu nur sagen, es war keine Bewerbung, sondern es war einfach nur ein Hilfeangebot ohne jegliche Entgeltung. Und es ist ein Analogmensch. Er hat keine E-Mail-Adresse. Oh, dann soll er vorbeikommen. Christopher. Wir sind noch im Thema Sonstiges. Ja. Mir ist gerade was aufgefallen. Einfach müssen wir nicht jetzt machen, aber ich möchte es jetzt hier in der Runde nochmal ansprechen, da wir alle anwesend sind, neben den ganzen anderen tollen Geschichten, die wir noch besetzen müssen, brauchen wir noch Rechnungsprüfer. Und die müssen aus der Fraktion kommen, laut Satzung. 2 an der Zahl, nur dass sich jeder mal so hier überlegt, ob er das gerne machen würde oder nicht. Das ist mir jetzt spontan noch gerade eingefallen, weil wir es letztes Mal beschlossen, aber nicht gewählt haben. Und ja, danke. Würde ich einfach in die nächste Sitzung nach Diskussion auf der Mailingliste aufnehmen. Susanne kann das ja schon mal vorbereiten. Fabio. Ich würde gerne noch einen kleinen Top beim Thema Sonstiges einfügen. Und zwar offizielle Ansprech-E-Mail-Adressen. Geht auch fix. Wir klären das sicher gleich. Fabio, ja, was meinst du damit? Du wärst dann jetzt dran. Ja, also GR hat mich gerade auch nochmal angeschrieben. Er würde sich freuen, wenn wir die E-Mail-Adressen, die Plätzchen vorhin freigeschaltet hat und die er uns gleich erklären wird, jetzt auch schon offiziell als die offiziellen politischen Ansprechadressen nehmen könnten, sodass wirklich der gesamte, alle offiziellen Anfragen an uns
an diese Adressen geschickt werden könnten. Also da wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir da jetzt gemeinsam beschließen, dass diese Adressen, also erster Buchstabe des Vornamens plus Nachname @ piratenfraktion-berlin.de jetzt die offiziellen Adressen sind, die GA auch guten Gewissens benutzen kann, um uns zu erreichen. Gibt es da von Plätzchen oder der Anwesenden ich Widerspruch? Ich bin gerade dran. Ich verstehe den Wunsch, verstehe aber nicht ganz, warum wir das jetzt hier beschließen müssen. Wir haben alle offizielle Adressen, die stehen im Internet. Ansonsten, ja, also ja, natürlich. Wir haben ja jetzt tolle, unter unserer Domain liegende E-Mail-Adressen verschiedenen Formates. Und mein Vorschlag ist dann einfach, dass diese E-Mail-Adressen auf dem Blog gestellt werden. Ja, es gibt E-Mail-Adressen, das haben wir jetzt schon festgestellt. So, stellen wir die doch einfach auf den Blog und dann ist gut. Also, ja, aber nochmal der Appell an alle, die dann auch zu benutzen. Also, ne? Die Sache ist ja die, dass wir dann im Blog jeder seine E-Mail-Adresse ändern müssen, bei unseren Profilen. Das muss dann schon jeder selbst machen oder macht das einer für uns. Ich möchte die Anwesenden dazu aufrufen, die notwendige Kommunikation in die Fraktion darauf zu beschränken, dass sie sich nicht selbst erklären können. So, Andreas, du hattest noch einen Vorschlag, glaube ich, den hast du mir gerade per Jabber mitgeteilt. Die E-Mail-Adressen würde ich wirklich, also ich würde sie auch selber auf den Blog stellen, dann ist das einfach klar und gut ist. Mache ich auch. Ja, ich hätte auch noch ein sonstiges, ein Tagesordnungspunkt zu sonstiges, nämlich würde ich gerne eine Gruppe von Leuten noch beauftragen, die sich Gedanken machen über das Personal. Und zwar würde ich die gerne an dieser Stelle offiziell damit beauftragen. Und frage deshalb, wer würde sich denn diese Woche Gedanken machen zu Regeln und Ausschreibungstexte zu unseren offenen, zu eröffnenden Personalstellen und so weiter zu erarbeiten? Wir hatten uns ja da schon am Samstag mal kurz per Handzeichen gemeldet. Also vielleicht melden sich die Leute jetzt wieder. Ja. Okay, ich zähle nicht die gleiche Anzahl. Es waren vorher 7. Ah, Simon noch. Okay. Frage, können wir dazu jetzt einfach einen Beschluss fassen? Oder Akklamation? Akklamation? Akklamation bis Freitag. Akklamation bis Freitag. Wir akklamieren bis Freitag. Gut. Das heißt, bis Freitag willst du es auf dem Tisch haben. Cool. Sehr gut. In meinem Büro. Wer da Widerspruch hat, der möge jetzt schreien, ansonsten akklamiere ich schon mal. Also Christopher hat das ebenso gut vorgemacht. Morgen früh um 10, ist das für alle so okay? Oder morgen früh um 10.30 Uhr? In Anbetracht der Tatsache, dass heute Abend noch ein öffentlicher, längerer Termin ist und ich die Nacht kaum geschlafen habe. um 11 geht das? Ich muss vormittags normalerweise meistens arbeiten. Deshalb morgen um 15 Uhr ist ja auch der Bibliothekstermin hier und ich würde dann eher vorschlagen, im Anschluss an den Bibliothekstermin 16.30 Uhr oder so. Ja, da kann ich jetzt leider nicht dran teilnehmen. Das heißt, es steht jetzt offen, entweder sagt ihr, nicht so schlimm, ist okay, oder wir verschieben es auf Donnerstag. Also ich gehe davon aus, dass wir auch mehr als einen Termin brauchen. Werden. Super, dann fehle ich morgen und komme zum nächsten Termin, ja, also dann hat sich das erledigt. Ich würde, sonst gibt es ein Problem mit jeweils die nächsten beiden Tage, 16.30 Uhr. Nö. Nö.
Es scheint offensichtlich kein Problem zu geben, oder seid ihr noch am Gucken? Okay, dann haben wir einen Termin. Super. Oder zwei. Weitere Punkte zu Sonstiges. Okay, dann haben wir noch den nächsten Termin der Sitzung zu beschließen. Ich schlage vor, nächsten Dienstag um 15 Uhr. In diesem Raum, so möglich. Gerald? Die Raumverwaltung hat uns darauf hingewiesen, dass wir eigentlich ab nächster Woche mit dem Raum 107 uns anfreunden müssen und dieser Raum nur unter besonderen Voraussetzungen noch zur Verfügung steht. Sehr schön. Ich denke, Raum 107 wird uns auch reichen. Okay. Andreas? Ich überlegte gerade, ob es sinnvoll ist, den Zeitraum direkt zu begrenzen und zu sagen, das ist der feste Termin, damit man dahinter dann auch noch andere Termine irgendwie planen kann. Ich würde vorschlagen 17:30, also 15 bis 17:30. Okay, gibt es dagegen Widerspruch bzw. andere Vorschläge? Dann ist das so. Wir haben am Dienstag um 15 Uhr im Raum 107 den nächsten Fraktionssitzungstermin und werden um 17:30 das Ganze beenden. Der letzte Tagesordnungspunkt auf unserer Liste ist der Beschluss des Protokolls der letzten Sitzung. Andreas. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Man musste das noch etwas in Form bringen, und zwar findet ihr das jetzt, den aktuellen Entwurf, in Sitzung 11.09.27 final. Kannst du den aktuellen Entwurf unten unter das Dings pasten? Unter den gerade aktuellen Punkt? Ja, ich habe den gerade nicht offen. Ich schau mal. Da gibt es nämlich noch zwei offene Punkte, die ich gerne noch innerhalb der nächsten 5 Minuten irgendwie klären würde. Ja? Ich kann auch sagen 10 Minuten, also bis 17.18 Uhr. Genau, der Link ist jetzt da. Und zwar geht es um die Zeilen 122 bzw. 123 und um die Zeile 146 folgende. Da wäre jetzt die Frage, hat jemand die fehlenden... Wollen wir Pause machen und das währenddessen klären? Mit Pavel muss ich da vor allen Dingen sprechen. Die geht wahrscheinlich ganz schnell. Also welche Zeile meinst du bei mir? Die 121 jetzt in dem neuen Pad? Nee, 126. Warte mal, 122. Genau, 126 ist es jetzt, ja. Und 127, also Pavel und Fabio. Okay, da müssen wir wahrscheinlich in der Historie des Pads nachgucken, weil die wahrscheinlich aus dem Pad dann gelöscht wurden. Okay, sind die Punkte jetzt heilbar, beziehungsweise können wir das Protokoll trotzdem beschließen? Wir können das auch so beschließen. Es fehlt dann halt was, es ist aber nichts Relevantes, wo jetzt irgendwie ein Beschluss oder so, also die Beschlüsse und alles das, was wir beschlossen haben, das ist schon klar. Okay, ja. Dann würde ich danach fragen, wer gegen dieses Protokoll Einwände erhebt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gilt das Protokoll der letzten Sitzung, der zweiten Fraktionssitzung, als beschlossen. Wir können das so auch dem Präsidium bekannt geben und hätten dann den Formalfuder auch erledigt. Berichtigt mich oder stimmt mir zu, wir sind am Ende dieser Sitzung angekommen. Ben hat noch einen Punkt. Ben hat noch einen Punkt.
nach der nächsten Sitzung? 17:30 Dienstag. Okay. Da sind wir noch keine Abgeordneten, ja. Ben, sprechen die, die Frage kam hier gerade, sprechen die Anfragen davon, dass wir Abgeordnete sein müssen tatsächlich? Okay. Ja, super. Andreas. Das Haus hatte ja auch schon angefragt nach entsprechenden Bildern. Die könnte man dafür dann auch verwenden. Dann steht der Termin am nächsten Dienstag um 17.30 Uhr nach der Sitzung und dann wirst du uns dahin geleiten, wo wir uns dann hinstellen sollen und dann kriegen wir das hin. Keller, ja, Keller, bitte, vor dem Keller. Serverschrank. So, ich bedanke mich, die Sitzung ist damit geschlossen und wir können uns jetzt anderen Sachen zuwenden. Tschüss.